Hallihallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von WeMotion. Auch an diesem Montag werden wir euch natürlich wieder rundum versorgen mit ganz, ganz vielen Informationen rund um die neue Nintendo-Konsole. Und heute haben wir auch wirklich schöne Themen. Wir fangen gleich natürlich an mit den News, aber wir haben auch ein sehr, sehr schönes Spiel des Tages heute, nämlich Excite Truck. Im Gegensatz zu den Minigames von WarioWare vom letzten Mal werden wir diesmal also ordentlich Gas geben und vor allem auch viel Airtime haben. Dann gibt es natürlich heute auch wieder die Virtual Console mit Nostalwii. Diesmal haben wir zwei Spiele im Gegensatz zum letzten Mal. Da hatten wir ja nur eins, weil es die Einstiegssendung war. Aber heute bombardieren wir euch gleich mit zwei und zwar ganz wortwörtlich. Viel mehr verrate ich vielleicht noch nicht. Da müsst ihr einfach mal dranbleiben. Dann haben wir heute zum allerersten Mal den Mii der Woche. Also alle, die mir welche geschickt haben. Und das waren wirklich nicht wenige. Da schon mal vielen Dank dafür. Die können sich jetzt selber mal die Daumen drücken, ob ihr Mii vielleicht dabei ist. Ansonsten wollte ich mich nochmal bedanken für das viele, viele Feedback, was von euch gekommen ist. Ich habe so wahnsinnig viele Mails bekommen, wie noch nie in meinem Leben. Viele, viele tolle Mails mit viel Lob und natürlich auch sehr sinnvollen Verbesserungsvorschlägen. Einige davon werden wir sicherlich in der nächsten Zeit umsetzen. Ich bin ja immer dankbar für euer Feedback. Das habe ich euch ja in der ersten Sendung auch gesagt. Und deswegen danke schon mal dafür. Ich würde sagen, genug der Einleitung. Wir gehen jetzt direkt in Medias Res und fangen an mit den News. Es war wieder eine heiße Woche, was die News angeht. Es gibt wieder viele Gerüchte, viele Ankündigungen. Einen davon haben wir euch rausgesucht. Und ich fange direkt an mit einem der heißesten Gerüchte, was in der vergangenen Woche rumgegangen ist. Und was dann aber auch leider, leider, leider ganz schnell wieder zerschlagen wurde. Denn plötzlich hieß es auf einer japanischen Seite, dass Nintendo angeblich einen Hard Drive, also eine Festplatte für die Wii entwickeln würde und planen würde. Das sorgte natürlich für heillose Aufregung bei den Fans, denn die Idee ist wirklich nicht schlecht, dass man eben wie zum Beispiel auch bei der Xbox 360 nochmal eine externe Festplatte sich zulegen könnte. Leider kam aber schon wenige Stunden später das Dementi. Wir gucken mal eben ganz kurz auf eine Website, die ich geladen habe, die das Ganze featured. Suchen wir mal da oben auf die Überschrift. Da, Nintendo dismisses Wii HDD Rumor, also Hard Disk Drive. Und da wird dann auch sehr umfassend erklärt, warum das denn so ist und warum Nintendo da keine Lust drauf hat. Allerdings, irgendwas musste man ja den Fans dann sagen als Entschädigung, kam dann eben von Nintendo of Europe zumindest die Ankündigung, dass man für den DS ein Peripheriegerät entwickelt. Und zwar ist das ein Headset. Okay, ist jetzt nicht so super, wie es eine externe Festplatte gewesen wäre. Aber andererseits muss ich auch sagen, bin ich noch nicht an die Grenzen meiner Festplatte auf meiner Wii gestoßen. Die ist noch nicht pickepacke voll. Und ich würde auch mal behaupten, es dauert noch eine ganze Weile, bis es soweit ist. Also insofern ist es ja eigentlich alles schon ganz gut bemessen und wir müssen uns eigentlich keine Sorgen machen. Vielleicht kommt da ja noch was, vielleicht kommt ja auch sogar ein externer Anbieter auf die Idee, sowas zu machen. Bleibt abzuwarten. Tja, kommen wir zur zweiten News, beziehungsweise eigentlich ist es eine kleine Ansammlung von News, denn in der letzten Zeit wurden viele, viele, viele Anime-Spiele angekündigt, zumindest für den japanischen Markt. Ich guck mal schon mal auf die erste News, wenn die Regie mir meinen Monitor wiedergibt, das wäre sehr nett, dankeschön. Zum Beispiel angekündigt jetzt für den japanischen Markt ist das Spiel Magister Negi Magi. Es ist eine sehr erfolgreiche Anime-Serie und wir haben auch schon ein paar erste Screenshots hier, die wir mal uns angucken können. Also ihr seht, es sieht wirklich sehr Manga-Comic-mäßig aus. Ich kann jetzt zwar keinen Text davon lesen, aber immerhin sieht es sehr aufschlussreich aus, was dieser Screenshot bietet. Auch da zoomen wir mal rein. Also es scheint tatsächlich eine Art Story- oder Adventure-Modus zu sein, nicht wirklich ein Beat'em-up oder sowas. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was angekündigt ist. Suchen wir uns nochmal hier so einen Screenshot aus. Zumindest für Japan. Ob wir da in den Genuss kommen, das ist die Frage. Es steht natürlich auch kein Datum oder sonstiges fest. Aber Anime-Fans dürfen da durchaus hoffen. Ein anderes Game, was ebenfalls angekündigt wurde, One Piece Unlimited Adventure ist, One Piece ist vielleicht, wie viele von euch kennen, eine sehr, sehr, sehr bekannte Manga-Serie, die auch bei uns bei Giga viele Anhänger hat. Ich sag nur mal, Nils zum Beispiel ist ein großer One Piece-Fan. Auch da gibt es demnächst ein Spiel für die Wii und auch da haben wir Screenshots. Ich suche mir mal hier einen aussagekräftigen raus. Na, wo ist er? Da. Also da scheint es tatsächlich eher so um Rollenspielcharaktere gehen. Hier sehen wir auf jeden Fall im Moment einen Kampfmodus. Ich guck mal, ob ich noch eins laden kann. Also auf jeden Fall ein sehr buntes Spektakel. Es heißt auf jeden Fall One Piece Unlimited Adventure. Wann es rauskommt, steht bei uns auch noch nicht fest. April ist zumindest das Release-Datum für Japan.
Bleibt abzuwarten, ob es überhaupt bei uns rauskommt. Denn klar, der Anime-Markt ist in Japan ganz, ganz, ganz stark gefragt und bei uns vielleicht gar nicht so wahnsinnig. Und deswegen ist es immer nicht so ganz sicher, ob solche Spiele bei uns überhaupt erscheinen. Ansonsten muss man halt in den sauren Apfel beißen und sie vielleicht importieren lassen. News Nummer 4 sind wir, glaube ich, fast mittlerweile, ist ebenfalls zu einem Anime-Game. Und zwar in diesem Fall ist es Naruto. Auch dieses Game ist angekündigt, heißt Naruto Clash of Ninja MVZ und soll mit 14 spielbaren Charaktere aufwarten. Soll auch in den USA schon im Herbst diesen Jahres erscheinen. Allerdings, bei uns ist es irgendwie dann auch wieder nicht angekündigt. Aber auch hier habe ich schon mal ein paar Screenshots für euch gefunden. Die gucken wir uns auch noch mal eben an. Sehen sich natürlich jetzt im Vergleich zu den anderen, sehen die jetzt ein bisschen, ich möchte fast sagen, gezeichneter aus. Nicht so grafisch überladen, sondern tatsächlich eher comichaft. Ist vielleicht auch der Reiz dieses Spiels. Das bleibt natürlich abzuwarten, wie es vom Gameplay her ist. Aber hier sehen wir zum Beispiel so einen klassischen Battle-Modus. Naruto Clash of Ninja. Mit Sicherheit auch für Leute, die große Naruto-Fans sind, definitiv ein Titel, den sie sich merken sollten. Ja, damit kommen wir dann auch schon zur nächsten News. Und zwar wieder ein ganz anderes Genre, eins der ältesten Genres, die es überhaupt gibt in der Videospielgeschichte. Denn das Point-and-Click-Adventure soll angeblich den Weg auch auf die Wii finden. Denn Agatha Christie and Then There Were None, oder zu Deutsch Und dann war keines mehr, ist angekündigt worden für die Wii. Es ist natürlich die Frage, wie wird das umgesetzt? Offensichtlich haben die Entwickler sich gedacht, dass man für die Wii tatsächlich noch ein paar bessere Steuerungselemente einbauen könnte, denn es ist eigentlich ein PC-Spiel und da bedient man das Ganze ja mit der Maus, also so wahnsinnig entfernt ist es jetzt nicht von der Wii. Allerdings soll man mehr machen können, zum Beispiel soll man einen Safe öffnen können, indem man die Wiimote dreht und damit quasi das Safe-Schloss öffnet. Das ist etwas, was eben schon angekündigt wurde. Ein Release-Datum für Europa ist noch nicht da, aber es gibt schon eins für die USA und das ist immerhin der November. Und ich würde sagen, damit ist es auch schon wieder vorbei mit unseren heutigen News. Wir kommen gleich natürlich noch zu Excite Truck und zu vielen, vielen anderen Dingen, also bleibt auf jeden Fall dran. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Am Montag bei Giga Games haben wir ganz fantastische Themen für euch. World of Tennis 3 haben wir, America's Army haben wir und Rainbow Island Evolution und Bubble Bobble. Viel Spaß, Giga Games, 22 Uhr. Langeweile? Clipfish hat was dagegen. Ready for Fish. Clipfish TV. Deine Videos im Internet. Deine Zukunft wird voller Entdeckungen und Abenteuer sein. Entscheidest, was du mit der Zeit anfangen wirst, die dir gegeben ist. Wähle die Kraft des Ringes. Er wird dir Schutz bieten und dir ein wertvoller Gefährte sein. Spiel des Tages heißt Excite Truck, ein absolut actiongeladenes Rallye-Spiel. Und auch dazu gibt es natürlich von uns wieder einen kleinen Komplettüberblick, der euch alles über dieses Spiel verraten soll. Was haben Project Gotham Racing 3 und Ridge Racer 7 gemeinsam? Sie sind beide richtig gute Rennspiele. Und dazu auch noch jeweils die Starttitel für die Xbox 360 und PlayStation 3. Aber was ist mit der Wii?
Nun, da hätten die Asphaltschnüffler eigentlich schon richtig gut verwöhnt werden können. Mit Need for Speed Carbon, GT Pro Series oder auch Cars, um nur einige zu nennen. Aber so richtig konnte leider noch kein Titel überzeugen. Doch nun wird es schnell. Schneller, höher und weiter. Der Grund? Excitruck ist endlich da und dieses Spiel hat wirklich Benzin in der Scheibe. Dementsprechend verzichtet man bei diesem Arcade-Racer, der im Übrigen aus dem Hause Monster Games stammt, auch auf jeglichen Simulationsanspruch und spielt die innovative Steuerung der Remote im Einklang mit einer blitzschnellen Grafik-Engine voll und ganz aus. Hat man die Remote erstmal umgelegt und sich im Tutorial mit dieser vertraut gemacht, geht es dann daran, auf den 19 Strecken den Rundenrekord zu knacken und jede Menge Punkte einzuheimsen. Wobei es eigentlich gar nicht so wichtig ist, als Erster über die Ziellinie zu heizen. Vielmehr zählt das Punktekonto. Und das bessert man durch gewagte Drifts, waghalsige Karambolagen und spektakuläre Sprünge auf. Durch die Kombination der sogenannten Hangtime in Verbindung mit dem Durchfliegen dieser Ringe gibt es dafür Punkte satt. Wären da nicht, diese nervigen Hindernisse. Aber das lässt sich zum Glück ganz schnell ändern. Durch das Passieren dieser Pow-Blöcke kann man dann nur noch eines sagen. Wow! Hat man nämlich eines dieser Zeichen erwischt, wird das Spiel erst so richtig schnell. Bäume und anderes Gestrüpp spielen dann zum Glück überhaupt keine Rolle mehr. Und auch für die richtig dicken Hindernisse gibt es im Excitruck ein geeignetes Gegenmittel. Fast ähnlich wie bei der Mario Kart Serie gibt es sogenannte Ausrufezeichen, mit denen man dann auch die größeren Spaßbremsen einfach aus dem Weg schaffen kann. In Echtzeit verändert sich dann die Umgebung und entweder darf man sich dank der plötzlich auftauchenden Hügel über wahnwitzige Monstersprünge freuen oder aber die Strecke wird überflutet. Und das hat dann den positiven Nebeneffekt, dass man den zur Überhitzungsgefahr neigenden Turbo dauerhaft einsetzen kann. So kann man dann im Karrieremodus richtig Punkte absahen. Aber nicht nur diese Features sorgen für Spielspaß satt, sondern auch die anderen Spielmodi. Zwar merkt man den Multiplayer, der leider nur mit bis zu zwei Spielern möglich ist, sofort an, dass die Entwickler dafür eindeutig zu wenig Zeit investiert haben, aber dafür sorgt der Herausforderungsmodus für weitere vergnügliche Abende. Aber nicht nur spielerisch präsentiert sich Excitruck auf einem sehr guten Niveau. Die Details der Fahrzeuge und Strecken können sich ebenfalls sehen lassen. Und selbst bei Höchstgeschwindigkeit kommt die nicht ins Schwitzen. Soundtechnisch bekommt man zwar etwas wenig geboten, aber dank der Möglichkeit, seine eigenen Musikstücke via SD-Card zu importieren, kann man auch dieses kleine Manko ganz schnell wettmachen. Abschließend bleibt eigentlich nur noch eines zu sagen. So schnell war ein Rennspiel noch nie. Zumindest auf der Wii. Ja, das war also unser kleiner Komplettüberblick, damit ihr überhaupt mal ein paar Informationen habt, bevor wir hier das Ganze jetzt auf der Stelle anfangen zu starten. Es gibt Leute, die spielen Rennspiele lieber im Stehen. Ich bin eigentlich jemand, der sowas gerne im Sitzen spielt. Ich bin gespannt, wie ich mich jetzt hier stehenderweise schlage. Grundsätzlich können wir noch mal eben ganz kurz was zu den verschiedenen Leveln sagen, die man spielen kann. Man fängt natürlich an, verschiedene Cups zu spielen. Bronze, Silber, Gold und Platin. Und in jedem dieser Cups, ich gehe jetzt mal, was weiß ich, in Silber zum Beispiel rein, kann man dann jedes Rennen mit verschiedenen Rängen belegen. Also je nachdem, wie gut man das fährt. Ihr seht hier Mexiko, die Strecke wurde schon mit S gefahren, also super. B ist jetzt natürlich nicht ganz so gut wie A. Und wenn man dann eben alle Spiele, alle Missionen mit S gespielt hat, dann bekommt man eben nochmal den Super Excitruck-Modus freigeschaltet. Ich probiere mal eine Strecke zu fahren. Ich nehme mal eine aus einem sehr favorisierten Land von mir, nämlich China. Diese Strecke ist sehr feucht, möchte man sagen. Es sind viele Wasserstellen da, was eine gute Voraussetzung dafür ist, dass man ganz, ganz, ganz viel Turbo benutzen kann. Denn der Motor heizt sich auf, je länger man den Turbo benutzt und gedrückt hält. Und dann läuft man eben Gefahr, dass das ganze Ding einem um die Ohren fliegt. Deswegen sind Strecken mit Wasserstellen immer ganz, ganz toll, weil dieses Wasser den Motor abkühlt und man eben dauerhaft mit Turbo fahren kann. So, benötigte Sterne für diese Strecke sind genau 100. Ich habe ein Zeitlimit von 3 Minuten. Ich fahre 2 Runden. Ihr seht hier bei den Soundeinstellungen, da kann ich nochmal eben drauf gehen. Da kann ich jetzt erstmal die Musiklautstärke wählen. Und auch der Effekte. Und hätte ich jetzt eine SD-Karte da unten, ihr seht, es ist gerade nicht anwählbar,
mit eigenen MP3-Sounds drauf, dann könnte ich mir eben auch den Soundtrack meiner eigenen Songs da drauflegen. Das ist insofern wirklich ganz sinnvoll, weil es eben tatsächlich so ist, dass die Musik von Excitruck irgendwann dann doch ziemlich eintönig wird, weil es eigentlich immer das gleiche Gitarrenschrammel ist. Egal, wir starten dieses Rennen. Ich begebe mich in Position. So, ich halte die 2 also gedrückt, um Gas zu geben. Die Lenkung übernehme ich natürlich mit der Remote selbst. Und wenn ich dann kurz auf das Steuerkreuz tippe, dann habe ich eben die Möglichkeit, den Boost zu aktivieren. Ihr seht, die Temperaturanzeige rechts geht dann auch sofort hoch, sobald ich das tue. Und da muss ich wirklich aufpassen, dass ich da nicht vorzeitig überhitze. So, hier sind wir jetzt so auf einer Wasserstraße und damit heißt es für mich, kann ich wirklich Vollgas geben. Denn ihr seht an der Temperaturanzeige, da tut sich nicht viel. Solange ich im Wasser bin, ist alles in Ordnung. Da ist so ein Power-Symbol, wie wir es eben schon in dem Überblick gesehen haben. Damit kann ich eben durch diese Bäume heizen. Und es verpasst mir eben einen unglaublichen Temposchub. Na, die Ringe leider nicht erwischt. Trotzdem, ich halte mich wacker an Position 1. Aha, Spaß und wurde überholt. Oh nein, da seht ihr, da habe ich mich davon irritieren lassen, dass mich der Kollege überholt hat und schon ist mein Motor explodiert. Egal, ganz schnell weiter, aber das ist natürlich jetzt dumm für mich, weil ich ganz weit zurückgefallen bin. 5. Position, das ist nicht gut. Es ist allerdings, wie gesagt, auch nicht so wahnsinnig wichtig, dass man das Rennen gewinnt, sondern tatsächlich ist es viel, viel wichtiger, Punkte zu sammeln oder eben besser gesagt Sterne, um sein Sternekonto aufzufüllen. 100, seht ihr oben, war ja die Voraussetzung dafür, dass ich hier perfekt abschneide. Ich bin allerdings, oh nein, jetzt habe ich das Power-Symbol nicht und da seht ihr, dann sind die Bäume nämlich im Weg und dann baue ich einen Vollcrash. Es ist auch echt eine fiese Stelle, denn hier stehen so wahnsinnig viele Bäume, dass man ohne dieses Power-Symbol fast zwangsläufig irgendwo gegenfährt. Mein Motor ist schon wieder viel, viel zu heiß. Ich kann jetzt leider keinen Turbosprung machen, sondern muss erstmal den Motor ein bisschen abkühlen lassen. Das rächt sich natürlich sofort, denn da laufe ich nur als Zweite ins Ziel ein und damit habe ich leider auch nur Rang C erreicht. 93 Punkte von 100, die ich gebraucht hätte, das ist natürlich doppelt ärgerlich, aber man muss halt üben. Aber das macht wirklich Spaß, dass man sich ständig neu fordert. Es sind jetzt nicht so wirklich wahnsinnig viele Strecken, also wenn man das mit anderen Rennspielen vergleicht, die richtig, richtig dicke Arcade-Racer sind, da hat man mit Sicherheit viele, viele Strecken mehr zur Auswahl. Aber in diesem Fall kommt halt dazu, dass man ganz viele Tricks machen kann, ganz viele Crashs gezielt macht, um eben Punkte zu sammeln, Trickkatapulte, Sprungkombos oder ähnliches macht und sich so eben seinen Rang holt und nicht nur versucht, sauber zu fahren und auf Platz 1 zu landen. Tja, C-Rang. Nicht wirklich so der Hammer, aber auch nicht sonderlich schlimm. Suchen wir uns noch mal eine andere Strecke aus, beziehungsweise vielleicht auch ein anderes Auto. Wobei, ich habe jetzt eben den Alpine genommen, eins dieser Autos, das ich wirklich sehr, sehr gerne fahre. Ich suche mir mal eben eine neue. Nein, das wollte ich nicht. Wir gehen mal aus dem Silbercup raus und ich probiere mal in Gold etwas zu fahren. Ich kann für nichts garantieren. Jetzt nehmen wir Schottland, Fiji. Ich nehme mal Fiji. Und diesmal, ja, ich bleibe bei dem Alpine. Ist einfach eines der besten Autos, finde ich. Es gibt auch noch andere, nicht ganz so monster-truckige Autos, sondern einen, der Firefly heißt. Der sieht eher aus wie so ein Strandfahrzeug. Ist dann natürlich entsprechend leicht und fliegt auch weiter. Man hat also eine bessere Airtime, kann dann zum Beispiel auch bessere Tricks machen. Ich weiß nicht, ob wir dazu kommen, in der Kürze der Zeit dieses Rennen noch zu Ende zu fahren, aber ich werde mein Bestes geben. An dieser Strecke sieht man nun, ist der Untergrund etwas anders, als wir es eben gesehen haben. Wir fahren auf Sand und Sand bedeutet rutschig. Oh, und Baum im Weg, Palme vor allem. Sand bedeutet rutschig, das heißt, man muss wirklich dran denken, wenn man eine Kurve fährt, dass man eine relativ lange Drift-Time hat und eben nicht wie zum Beispiel auf Asphalt ziemlich enge Kurven fahren könnte. Oh, mir ist der Motor schon wieder viel zu heiß. Da ist ein Power. Jawohl, los geht's.
mit Vollgas durch die Pampa. Oh nein, jetzt bin ich von der Strecke angekommen. Ich hoffe, mein Power-Symbol reicht noch. Ja. Ja, ich glaube, wir müssen es an dieser Stelle tatsächlich leider beenden. Wir haben nicht mehr wirklich die Zeit, das Ganze weiterzuführen. Aber ich denke mal, einen ersten Eindruck von Excitrock habt ihr gekriegt. Das Spiel ist bereits erschienen. Könnt ihr euch also sofort auf der Stelle morgen im Laden kaufen, wenn euch danach der Sinn steht. Mir gefällt es ganz gut. Es ist halt mal was ganz anderes. Und auch das erste, wie ich finde, wirklich vernünftige Rennspiel für die Wii. Denn zum Beispiel Need for Speed Carbon hat mir als Wii-Umsetzung überhaupt gar nicht so gut gefallen. Aber dazu könnt ihr mir natürlich auch gerne euer Feedback schicken, sozusagen in die Comments oder auch per Mail, je nachdem, was euch lieber ist. Und wir machen jetzt an dieser Stelle weiter mit den Neuerscheinungen der Woche. Ja, da sind wir wieder und jetzt haben wir die Releases der Woche für euch. Ah, der Bumper war ja schon. Okay. Klar. Blazing Angels! Blazing Angels ist der erste Titel, der heute in den Läden steht. Und zwar ist das ein Spiel, was euch in die Schlachten des Zweiten Weltkriegs schickt. Und zwar nicht etwa am Boden als Infanterie, sondern eben in die Flugzeuge. Ihr dürft von Pearl Harbor in Europa überall in die alten Maschinen steigen und dort ein bisschen Krieg spielen. Das Ganze ist ab 12 Jahren freigegeben. 20 Missionen sind es, ganz authentische Flugzeuge von damals. Also wer auf solche Kriegsspiele spielt, der sei gut beraten mit Blazing Angels Squadrons of World War II. Das ist das erste Spiel, was ab heute in den Läden steht. Nee, Quatsch, ab dem 29. Also ist noch 1, 2, 3 Tage hin. Das zweite Game, was wir heute haben, erscheint am selben Tag, heißt Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Falls irgendjemand von euch da draußen weiß, was Budokai Tenkaichi 2 bedeutet, da ich kein Japanisch spreche, weiß ich das nicht, darf er mir auch gerne mal eine Mail schreiben. Hier geht's natürlich um die weltbekannte Anime-Serie. Über 100 Helden und Bösewichte sollen in diesem Spiel vorkommen. Und wie sich das Ganze steuert, dazu haben wir einen Trailer. Das war nämlich genau der falsche Trailer. Das war nicht der Trailer zu Dragon Ball, wie ihr unschwer erkannt habt, sondern das war schon der Werbespot zum nächsten Spiel, was ich eigentlich ankündigen wollte. Das war nämlich Mercury Meltdown Revolution. Ein Spiel, was ähnlich wie zum Beispiel bei Kororimpa eine Kugel hat, die durch die unterschiedlichsten Labyrinthe gesteuert werden soll. Dieses Spiel hat 150 verschiedene Level und kann, das ist die kleine News am Rande, nicht nur über die Mode gesteuert werden, sondern für Nostalgiker tatsächlich auch über den GameCube-Controller oder tatsächlich den Classic-Controller. Das war eigentlich der Werbespot dazu, aber jetzt kommen wir noch mal eben ganz schnell zu dem Trailer von Dragon Ball. You gotta take me on. I think it's time I taught you some manners. Fight! Das war jetzt endlich der Dragon Ball Trailer. Mercury Meltdown, wie gesagt, ist auch eben als Trailer ganz kurz angelaufen. Den ganzen Werbespot könnt ihr euch natürlich im Internet nochmal saugen, wenn ihr den in voller Länge sehen wollt. Kommen wir noch zu einer weiteren Neuerscheinung, nämlich Metal Slug Anthology. Dazu können wir euch leider keinen Trailer zeigen, denn dieses Spiel ist leider erst ab 16 Jahren freigegeben. Aber ich denke mal, wer ein alter Gamer ist, der kennt die Metal Slug Serie, denn sie hat schon ihr 10-jähriges Jubiläum und anlässlich dessen kommt eben genau diese Ausgabe jetzt heraus. Es sind alle Spiele drin enthalten, also Metal Slug 1 bis 6 und auch das Spiel X. Also für alle, die sich schon immer mal ein Metal Slug Spiel holen wollten, ist das genau die richtige Box.
Noch eine Neuerscheinung. Wir haben wirklich ganz, ganz viele heute. Geht wieder Richtung Krieg und zwar Medal of Honor Vanguard. Dieses Spiel ist ja schon für die PlayStation erschienen. Jetzt ist sie auch für die Wii da. Ich bin gespannt. Ich habe selber noch nicht gespielt, ob diese Shooter-Umsetzung gut ist, denn die bisherigen Shooter-Umsetzungen auf der Wii waren ja jetzt nicht sonderlich glorreich. Ich sag mal nur Far Cry, was wirklich, oh, da haben sich viele Fans die Haare gerauft. Medal of Honor kommt jetzt von Electronic Arts, ist vielleicht tatsächlich eine gute Umsetzung. Das wird man testen müssen. Falls ihr da gute Tipps habt, könnt ihr mir das natürlich schreiben. Wir werden es in WeMotion leider nicht zeigen können, denn dieser Titel ist ab 18 und um diese Sendezeit können wir das leider noch nicht machen. Eine weitere Neuerscheinung, nein, zwei haben wir noch. Die erste davon heißt Trifft die Robinsons und ist das Spiel zu dem Film, der von Disney jetzt in die Kinos kommt, und zwar am 29.03. Ja, kommt auch der Film in die Kinos und damit, wie so oft bei Animationsfilmen, auch ein passendes Spiel dazu. Es geht ganz grob um einen kleinen Erfinder, der eine Zeitmaschine erfindet und dann in der Zukunft landet. Und in dieser Zukunft ist wirklich alles ganz, ganz anders, als man es von der jetzigen Gegenwart gewohnt ist. Auch dazu haben wir jetzt hoffentlich den richtigen Trailer. Viel Spaß damit. Time was on your side. As Wilbur Robinson in Disney's Meet the Robinsons, it's up to you to protect the future from the nefarious bowler hat guy. Armed with upgradable gadgets, experience the fun and danger of time travel. Explore a variety of spectacular environments. Face off against soldier ants, giant robots, and other crazy creatures with your favorite friends from the film. Sorry. See the movie. Play the games. An all-new video game experience. Disney's Meet the Robinsons. Available 2007. Available 2007 und das ist genau jetzt und zwar in genau dieser Woche. Und dann haben wir noch eine allerletzte Neuerscheinung von insgesamt sieben Spielen, die diese Woche angelaufen sind. Hitzigeist, sie kommt von Codemasters und ist genau wie unser Einstiegstitel Blazing Angels ein Spiel, wo man Flugzeuge startet, landet und dazwischen ganz viele Kämpfe austrägt. Allerdings ist Hitzigeist nicht im Zweiten Weltkrieg angesiedelt, denn sonst wäre es ja auch ein bisschen langweilig, denn stattdessen haben wir modernste Kampfflugzeuge, die ihr da steuern könnt und ja, fiese Luftkämpfe austragen könnt. Schaut es euch einfach mal selber an, denn diesen Trailer, den haben wir jetzt auch noch für euch. Ihr seht, wirklich modernste Kampfjets. Also wenn das was für euch ist, dann rennt in die Läden, holt es euch. Ihr habt vielleicht 20 Sekunden Zeit dafür, denn ein bisschen Werbung muss auch mal sein. Danach geht's dann weiter mit der Virtual Konsole. Bei Screen ab 20 Uhr stellen wir euch wie immer die Neustarts der Woche vor und wir haben ein dickes, fettes Serien-Special. Tim und ich haben unsere Lieblingsserien auf DVD mitgebracht, die wir euch vorstellen wollen. Das solltet ihr nicht verpassen. 20 Uhr. Screen. Endlich die PlayStation.
PlayStation 3 ist da. G-Magazin bringt auf über 20 Seiten den großen Hardware-Test, alle Funktionen und das komplette Spiele- und Film-Line-Up zum Start. Jetzt in G-Magazin am Kiosk. Etwa 40 Millionen Menschen tragen das AIDS-Virus in sich. Und gemeinsam können Menschen wie du und ich ihnen helfen. Täglich infizieren sich 6.000 Jugendliche mit AIDS. Investiert in die Zukunft, spendet mit. HIV ist noch nicht heilbar, aber behandelbar. Zum Glück können wir helfen. Macht mit und unterstützt uns. Ich will chillen, das ist was ich will. Oh, dann ist nichts wichtig, nur dass ich mit dir chill. Denkt daran, dass auch ihr helfen könnt. Es kommt auf euch an. Seid dabei, gemeinsam mit uns. Einfach mal still, still. Am 28. März gibt es hier bei Giga Games das großartige Special zu Command & Conquer 3. Wir zeigen euch vor dem Release exklusive Spielszenen hier bei Giga Games. Außerdem verlosen wir noch jede Menge toller Preise. Schaltet also ein. Giga Games, 22 Uhr. Ich mache euch sowas von fertig. Jede Woche haben wir euch versprochen, gibt es hier Retro-Games, nicht nur aktuelle Games für die Wii, sondern eben auch solche, die man auf der Virtual-Konsole spielen kann. Und deswegen heißt es bei uns Nostal-Wii. Unser heutiges Game des Tages war ja Excitetrack, und wenn Kenner Bescheid wissen, dann wissen sie auch, dass Excitetrack nicht etwa ein Erstling ist, sondern es gab schon zwei andere Spiele, die das Kürzel Excite davor hatten. Und das allererste Game, das kann man zufällig eben bei der Virtual Console runterladen, und es heißt Excite Bike. Und es ist wirklich ein Spiel, das ich früher bis zum Umfallen gespielt habe auf meinem NES. Und ich bin sehr glücklich, dass es das jetzt gibt, und deswegen lasse ich es mir auch nicht nehmen, hier eine Runde zu spielen. Allein die Melodie ist ja für alle Leute, die das kennen, schon ein echter Genuss. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit Track 1 an. Es ist im Prinzip gar nicht so viel anders als das, was man jetzt vorhin bei Excitetrack gesehen hat, außer dass man eben auf zwei Rädern unterwegs ist. Denn auch hier kann man eben zum Beispiel seinen Motor überhitzen. Ich fahre jetzt zum Beispiel in der schnelleren Gangart, und ihr seht unten die Temperatur, die ist schon ganz schön rot. Deswegen ein bisschen abbremsen muss leider sein, sonst heißt es ja oft, wer bremst, verliert, aber in diesem Fall muss man ein bisschen mit der Geschwindigkeit haushalten. Was man hier auch genauso machen kann wie jetzt bei dem neueren Titel, ist eben in der Luft ein wenig zu korrigieren, wie man zum Beispiel landet, also ne, nach vorne, nach hinten neigen. Da muss man auch den richtigen Winkel finden, denn man kann sich dabei auch mal auf die Schnauze legen, und dann, das war auch ein sehr, sehr, oh, seht ihr die Temperatur? So sieht's dann aus. Das war ein schönes Feature, dass man dann eben anhalten musste. Aber ich zeige euch jetzt auch nochmal, was passiert, wenn man sich denn nicht auf die Knappe legt. Ich mach mal irgendwie, ja, wie landet man falsch? Ich kann das gar nicht. Ich versuche gleich mal falsch zu landen, für alle, die das noch nie gesehen haben. So, weil dann muss man ganz schnell A drücken und wieder zu seinem Bike zurückrennen und versuchen, möglichst schnell wieder ins Spiel einzusteigen. Das war ein, im Prinzip, ja, schon alles, was dieses Game ausgemacht hat, aber es war halt ein wirklich schöner, ein schönes Renngame, und hat dann vor allem zu zweit natürlich auch Spaß gemacht, wenn man da zu zweit vor der Konsole gesessen hat und das gespielt hat. Heute ja eigentlich unverständlich mit so wenigen Features, aber irgendwie war es damals eben genau so. Ja, da bin ich durch die Ziellinie mit einmal überhitzen und einmal mutwillig hinfallen, habe ich natürlich nicht die Superzeit hingelegt, sondern, naja, fast 10 Sekunden über dem Rekord. Naja, ich starte mal ein weiteres Spiel, was wir heute hatten. Excitetrack ist also quasi die Neuauflage von eben genau diesem Spiel, nämlich Excitebike. Aber ich habe noch ein anderes Spiel runtergeladen.
bei der Virtual Console. Das ein bisschen anders ist, aber es hat auch einen aktuellen Anlass, denn es erscheint bald für die Wii das neue Bomberman. Bomberman Land ist zumindest geplant und da habe ich mir gedacht, da lade ich doch mal auch ein Bomberman Retro Game runter. Denn man kann zum Beispiel Bomberman 93 runterladen, das damals erschienen ist für TurboGrafx. Das ist gar nicht auf einer Nintendo-Konsole erschienen, sondern auf TurboGrafx. Und das wiederum war ja eine Konsole, die in Europa überhaupt nicht erschienen ist, sondern nur in den USA und in Japan. So schaut das Game aus. War natürlich von der Grafik, ne, 92 erschienen, auch wenn es 93 heißt, schon ein bisschen besser als Excitebike jetzt eben. Wir starten einfach mal ein normales Game. Im Battle Game kann man dann sich mit Freunden zusammentun und gegeneinander Bomberman spielen. So, erster Planet ist meiner, den nehme ich. Und das Bomberman-Prinzip ist natürlich allen bekannt. Bomben legen, Feinde eliminieren und dann den Ausgang finden. Game Start, es geht los. Erstmal muss man sich natürlich den Weg freibomben zu den Freunden da unten. Oh, schön. Erstmal Item einsammeln. Die in diesem Fall auch noch nicht so wahnsinnig intelligent sind. Das muss man auch mal sagen. Sie wehren sich nicht. Eigentlich alles ganz easy. Ah, nein, da hoch. Oh, ich Trottel, ich wollte da hochgehen. Ich sollte vielleicht nicht den Analogstick, sondern das Steuerkreuz nehmen. Es ist ein bisschen präziser in der Hoch- und Runterfunktion. Aber bei Bomberman sterben ist schon ganz schön gemein. So, den kessel ich da ein. Ich hoffe, die Bombe erwischt ihn. Jawohl. Den Freund da erstmal freisetzen. Der kann sich überhaupt noch nicht bewegen. Hoffentlich biegen die jetzt nicht ab. Ich warte mal auf einen günstigen Zeitpunkt, um da reinzugehen. Und eine Bombe. Ich wollte jetzt die Bombe genau so legen, dass sie eben die beiden auf einmal erwischt. Aber das hat nicht sollen sein. Einen letzten Versuch machen wir noch. Bada bing, bada bum. So, du bist fällig, Kollege. Dann machen wir erstmal wieder die Tür auf. Um dann zum Beispiel sowas zu machen. Vielleicht erwischt ihn ja. Nein. Aber jetzt. Oh, wieder nicht. Also zumindest latschen sie jetzt beide aufeinander sozusagen. Das heißt, wenn ich sie erwische, dann beide auf einmal. Jetzt. Jetzt habe ich ihn auf jeden Fall. Jawohl. Und zwar beide auf einmal. Und jetzt muss man eben gucken, dass man die entsprechenden Blöcke hier noch wegbombt, um die Tür zu finden. Das ist immer nicht ganz leicht, aber ich habe jetzt hier gerade mal so ein super Item, was mir eine längere Reichweite meiner Bomben ermöglicht, eingesammelt. Da ist die Chance, dass man das dann schneller findet, etwas größer. Aber es kann natürlich auch zu einer wirklich mühseligen Sucharbeit ausarten. Ich mache das jetzt einfach mal nach dem Zufallsprinzip. Denn man kann auch nicht sagen, dass es jetzt immer an der gleichen Stelle wäre, die Tür. Man muss sich da einfach auf seinen Instinkt verlassen. Da auch nicht. Probieren wir es nochmal hier. Ja, da ist die Tür und damit verlasse ich nach drei anstrengenden Anläufen endlich diese Runde. Planet Quarry Game A war das 1 und jetzt würde es mit dem zweiten weitergehen. Es macht natürlich, ich finde, Bomberman ist ein Spiel, was am meisten Spaß macht, wenn man es eben zu zweit, zu dritt, zu viert macht. In diesem Fall kann man es, glaube ich, sogar mit 5 Spielern, müssten also, was weiß ich, 2 Remotes und 3 Classic-Controller oder eben GameCube-Controller angeschlossen werden. Und dann könnte man das eben auch zu 5 spielen, aber zu zweit macht es wirklich auch schon Spaß. Kommen wir zu etwas anderem, denn nun seid ihr endlich an der Reihe. Wie angekündigt haben wir jetzt jede Woche den Mii der Woche. Ich habe euch gebeten, schickt mir eure Mies, und zwar als sogenannter Screenshot, also mit einem Handy oder mit einer Fotokamera vom Fernseher abfotografiert. Schickt das mir an mii@giga.de, denn dann suche ich mir ein Mii pro Woche aus, der besonders witzig ist, der besonders gelungen ist, der besonders einfallsreich ist. Und dann könnt ihr ja auch was gewinnen. Den ersten Mii der Woche habe ich schon ausgesucht von Zweien, die wirklich sehr, sehr früh auf diesen Aufruf reagiert haben und ein Mii geschickt haben, den ich einfach sehr witzig und auch sehr gelungen fand. Erstmal will ich euch zeigen, wer diese beiden sind, die das gebastelt haben. Das sind nämlich Zwillinge, witzigerweise. Da ist der erste, Marvin K.
zusammen mit seinem Zwillingsbruder. Wo habe ich den denn? Ich suche ihn mal. Dum, dum, dum. Da ist er. Nils, Marvin und Nils haben also eine super gute Idee gehabt, haben ein Mii mir geschickt mit wirklich lustigen Attributen. Ich suche ihn jetzt mal. Wo ist er? Wo ist er? Ist er? Da ist er. Peter Maffay. Und wie wir sehen, ich ziehe ihn mal in das Bearbeitenfenster, dann können wir ein bisschen näher rangehen, wie er aussieht. Er sieht wirklich aus wie Peter Maffay. Also er hat, ne, diese typische Wanderwarze, diesen leicht trostlosen Blick. Der Mund ist auch eindeutig ein Peter Maffay-Mund. Lasst euch nicht davon irritieren, dass Peter Maffay eben mit einem F geschrieben war. Das ist mit Sicherheit mutwillig von den beiden, denn man kann den Namen nicht ganz ausschreiben. Da fehlt ein Buchstabe. Man kann nicht so viele Buchstaben eingeben bei der Mii-Benennung. Und ja, ich finde ihn ganz, ganz toll, ganz, ganz gelungen. Jetzt fehlt nur noch, dass er eigentlich singen müsste, unser Peter Maffay. Er würde auch ganz anders aussehen. Ich verändere ihn jetzt mal ganz kurz zum Beispiel mit anderen Augen. Das wäre er schon nicht mehr. Oder so. Oder so. Oder so. Also so sieht es schon gar nicht mehr aus wie Peter Maffay, sondern so, wie die beiden ihn gebaut haben. Und deswegen sage ich auch ohne Speichern beenden, denn wir wollen ja nicht, dass die beiden sich noch ärgern, dass ich den ummodifiziert habe. Also, wenn ihr Lust habt, mir auch einen Mii zu schicken, dann tut das. Schickt einfach eine E-Mail an vio@giga.de mit dem entsprechenden Screenshot da dran. Und ja, lasst euch was einfallen. Ich habe noch eine kleine News für euch in Sachen Mies, denn in Japan zumindest hat Nintendo jetzt angefangen, Mies zum Download anzubieten. Und zwar sind das ja Promis, ist jetzt ein lustiges Wortspiel. Das sind zwei japanische Komiker gewesen, die hierzulande natürlich keiner kennt, aber ich denke mal, in Japan kennt auch keiner einen deutschen Comedian. Aber die Mies von denen konnte man dann eben runterladen auf seine Wii. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sowas demnächst auch für Europa geplant ist. Es gibt zwar noch keine offizielle Erklärung dafür, aber es wäre ja mal ganz interessant. Und dann könnte man sich, weiß nicht, Schauspieler, Leute aus dem Fernsehen wie mich zum Beispiel, Sportler oder sonstige Leute runterladen und hätte da mit Sicherheit großen Spaß dran. Ich komme noch mal zu einer anderen Sache, die ebenfalls vielleicht für euch interessant ist, vielleicht auch für Leute, die gar keine Wii zu Hause haben. Denn es gibt mittlerweile auch online Mii-Creators oder Editors, mit denen man sich auch Mies bauen kann. Das hier ist einer, der kommt von der Seite joystick.com. Die komplette URL seht ihr jetzt gerade eingeblendet, wenn ihr euch die merken oder abschreiben wollt. Und das ist ein Programm, oder eine Flash-Datei, mit der man eben auch Mies basteln kann. Der Prototyp sieht im Prinzip genauso aus, aber ihr seht schon hier zum Beispiel, wie die Haare da drauf sitzen. Das ist nicht ganz so perfekt wie auf der Wii und es sieht auch ein bisschen anders aus. Man kann im Prinzip die gleichen Frisuren nehmen, aber es ist halt nachgemacht und eben kein offizielles Programm, mit dem man zum Beispiel sein Mii, was weiß ich, auf die Wii importieren könnte. Das geht leider nicht mit diesem Flash Creator, aber es ist auf jeden Fall eine ganz nette Idee. Machen wir mal eine andere Nase. Man kann auch genauso wie auf der Wii das eben ein bisschen runter oder rauf machen, die Nase kleiner oder größer, aber es ist längst nicht so ausgefeilt und vielleicht, um sich einen Avatar zu machen oder um an einen Freund zu schicken, wie denn der Mii ungefähr aussehen soll. Aber ein wirklicher Ersatz ist es meiner Meinung nach eben dafür, für den echten Mii-Creator auf der Wii, nicht wirklich. Naja, ist auch ein bisschen ungesunde Gesichtsfarbe, die ich jetzt gemacht habe. Ja, das war's also zu den Mies, die wir in dieser Woche haben. Nächste Woche gibt's natürlich auch wieder einen neuen Mii der Woche und natürlich auch weitere News rund um die Mies. An dieser Stelle würde ich sagen, machen wir ein ganz kleines bisschen Werbung und sehen uns danach wieder mit ein paar Online-Features und Web-Tipps für euch. Dienstag, 21 Uhr wieder für euch P3, das außer PlayStation 3. Micha, PlayStation 3, super Sache. Ich würde gerne nach oben. Ganz gut. PlayStation 3 Magazin, ja, wir haben es gehört. DVD und Kinomagazin. Screen nennt es sich am Dienstag um 20 Uhr mit Daniel und mir. Ihr solltet auch... So, der hält noch mal ganz kurz den Mund, denn am Dienstag gibt es etwas viel, viel Wichtigeres. P3, 21 Uhr für euch am Start und vorher Screen mit dem Jungen. Oh.
Eurosport Buzz. Hier geht's um die süßen Sachen des Lebens. Sport, Musik, Filme, Spiele und Trends. Die neue Show Eurosport Buzz. Exklusive Gespräche mit Trendsettern. Beim Sport, im Studio, zu Hause. Ganz nah dran. Eurosport Buzz. Jeden Samstag exklusiv. Nur bei Eurosport. Und im Web mit Videos und JPs Blog auf eurosportbuzz.de. Schon 10 Minuten nach der Zigarette nimmt die Muskelkraft um 10% ab. Rauchfrei ist die bessere Wahl. Telefonische Beratung unter 0081 531 31 31. Ja, Webtipps im Internet in Sachen Wii sind natürlich ganz viele da. Unterschiedlichste habe ich von euch zum Beispiel auch geschickt bekommen. Also ihr seid wirklich sehr fleißig in Sachen Themenvorschläge für unsere kleine Sendung hier. Und da danke ich euch schon mal ganz herzlich für. Heute habe ich mir mal welche rausgesucht, die das Thema YouTube auf der Wii oder andere Videoanbieter auf der Wii behandeln. Denn, wie ihr schon gesehen habt, Flash-Videos kann eben das ganze Ding abspielen. Da kommen wir jetzt gleich zu. Jetzt kommt erstmal der kleine Mini-Opener. Ja, WeTube, MeTube und ähnliche URLs sind solche, auf denen man eben Portierungen findet, sozusagen von dem normalen YouTube-Portal, was einem das ganze Surfen auf der Couch ein bisschen erleichtern soll. Ich lade meine erste und gebe das in den Opera-Browser ein, und zwar einfach WeTube. Ja. .com, einfach im Opera, ups, da ist ein Z zu viel, das habe ich. WeTube.com ist eine Seite, die nicht nur YouTube-Videos sammelt, sondern zum Beispiel auch Google-Videos. Auch das kann die Wii abspielen. Hat auch zudem nochmal ein kleines Schmankerl, nämlich die zeigt ausdrücklich Seiten mit Nintendo-Bezug. Also nicht nur Wii, sondern insgesamt Nintendo. Ihr seht hier auch, das Design der Seite ist sehr auf Wii eingestimmt. Es ist noch, wie hier steht, Beta, ja, also noch nicht meckern, falls es noch irgendwelche Probleme gibt. Und ja, hier werden dann eben Videos aufgelistet, die in irgendeiner Art und Weise sich mit dem Thema Nintendo oder Gaming beschäftigen. Zum Beispiel, was ist das hier? Disaster Day of Crisis oder ein Happy Hipposting. Was ist das für ein Video? Gucken wir mal. End of the World. Aber man kann natürlich auch per Suchbegriff das Ganze machen. Geben wir mal ein. Okay, ist jetzt nicht so der super Suchbegriff, aber nur mal zum Demonstrieren. Würde es vielleicht schon reichen. Nehmen den Suchbegriff Wii. Und da haben wir dann natürlich sämtliche Search Results, die es bei YouTube oder Google Video ebenfalls geben würde. Gehen wir mal einfach auf WeChat. Was auch immer das ist. Probieren einfach nur, ob das Video läuft. Und da ist es schon. Es läuft. Und genauso bequem kann man dann eben mit dem Opera-Browser YouTube-Videos gucken. Eine weitere Seite, die ein bisschen anders aufgezogen ist und optisch auch ganz anders daherkommt, ist SofaTube. Auch die URL gebe ich mal eben ein. SofaTube. Das Tube haben sie allerdings nicht alle geleistet. Tube.com. Denn diese Seite ist, vielleicht nicht so ganz ausgefeilt, was jetzt die Suchfunktion angeht. Zumindest habe ich da den Eindruck. Aber sie wartet mit einem komplett anderen Design auf das
eher, komm schon, dunkel angelegt ist. Ihr seht, hier ist der Hintergrund nicht dieses klassische YouTube-Weiß. Und auch die Designaufteilung, das Layout der Seite ist ganz anders. Wir haben hier quasi immer so Vorschläge, welche Videos man sich dann gerne angucken könnte. Aber natürlich kann man auch hier auf Search klicken. Dann suchen wir ebenfalls mal nach Wii und schauen, was er uns hier ausspuckt. Go! Da sind die ersten Suchergebnisse, also in so einer Art Pop-up. Und wenn ich jetzt hier auf das Video klicke, dann macht er mir das auch wirklich in so einer Art Pop-up auf. Finde ich jetzt nicht so die schönste Lösung. Also da macht YouTube ja eigentlich alles richtig, was so das Design der Website angeht. Und deswegen finde ich Seiten eigentlich ganz gut, die das dann auch wirklich genauso beibehalten oder zumindest ähnlich und nicht komplett alles verändern. Ist eine Gewöhnungs- und eine Geschmackssache. Vielleicht gefällt euch das ja ganz gut. SofaTube war das. Dann gibt es noch eine weitere Seite. Also es gibt unglaublich viele, aber sie sind irgendwie alle unterschiedlich. Und zwar MeTube. Wir hatten schon WeTube, jetzt kommt MeTube. Die Seite kommt allerdings nicht aus den USA, sondern aus dem United Kingdom. Diese Seite ist wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr übersichtlich und erinnert auch wieder komplett an das Design, was man eben kennt von YouTube und ist eben im Gegensatz zum Beispiel zu WeTube nicht nur Nintendo-lastig, sondern hat alle Videos, die man eben bei YouTube auch findet, plus solche Buttons hier, Most Viewed of the Day, Most Viewed All Time, Top Favorites, Recently Added, dass man eben solche Sachen auch nochmal separat suchen kann, genauso wie bei YouTube und sich so seine eigenen Favoriten setzen kann, dann öffnet es das genauso wie bei YouTube auf einer eigenen Seite. Wir klappern weiter die ganzen Links ab. Jetzt haben wir nochmal einen WeTube, allerdings ein bisschen anders. WeTube mit Doppel-O, auch .com, wenn ich mich nicht täusche. Ja. So. WeTube, also mal ganz anders geschrieben. Hier haben wir eine schöne laufende Schrift und wir haben ein nettes Feature, dass die Videos, die recently, also kürzlich erst bei YouTube geedit wurden, immer ganz oben anstehen. Hier ist es auch wirklich, ich sag mal, wohnzimmerfreundlich mit riesengroßer Schrift und riesengroßen Buttons. Und hier seht ihr dann diese Videos, das sind die kürzlich von Leuten angeguckt wurden und die ihr gar nicht selber, also jetzt das letzte Video wurde zum Beispiel hier, Justin Timberlake. Klicken wir einfach mal dran. Okay, über die Bildqualität kann man jetzt streiten, aber das ist ja bei YouTube-Videos häufig so. Aber lässt sich auf jeden Fall sehen, finde ich ganz ordentlich. Dann können wir auf zurückgehen und könnten dann eben schauen, was sie inzwischen getan hat. Ganz, ganz viele Videos und natürlich auch per Suchfunktion. Madonna sehe ich jetzt gerade hier, sind hier anwählbar. Also alles, was das Herz begehrt. Man kann sich auch einfach so berieseln lassen und einfach mal das nächstbeste anklicken, ohne gezielt nach einem zu suchen. Jetzt gibt es natürlich nicht nur Seiten, die YouTube featuren, sondern es gibt natürlich auch noch viele ganz andere Videoseiten im Internet. Unter anderem gibt es zum Beispiel unseren altbekannten Anbieter hier Clipfish. Gehen wir einfach mal drauf. Denn auch Clipfish-Videos sind über die Wii abspielbar. Clipfish.de, keine große Sache. Und da ist es auch schon. Die Seite kennen wahrscheinlich viele von euch. Leider habe ich noch keine Seite gefunden, die das jetzt genauso wie bei YouTube macht, die da große Buttons draus macht, sondern man ist dann wirklich drauf angewiesen, hier zu scrollen, zu zoomen, um dann ein Video anzuklicken. Nehmen wir mal Knut den Eisbär. Ihr kennt sicherlich den kleinen Baby-Eisbär, der im Berliner Zoo im Moment eine riesen Fangemeinde schon hat. Ich will den auch haben übrigens. Ich will Knut haben. Der ist, glaube ich, total knuddelig. Und selbst wenn das nicht ist, der darf einfach nicht groß werden. Dass er mit seinen zarten 3 Monaten schon standfest ist. Und der ist so unglaublich niedlich. Können wir das weiterlaufen lassen? Naja, gut. Lassen wir es an dieser Stelle dabei ruhen. Also Clipfish-Videos, ebenfalls kein Ding. Könnt ihr einfach ansurfen, clipfish.de. Und auch diese Videos dann abspielen. Und dann gibt es noch eine Seite, 7Load. Die hat sich die Mühe gemacht, eben auch eine Wii-Portierung zu machen. Es gibt zwar unterschiedliche Adressen, gibt glaube ich wii.7load.com oder .de und noch eine andere. Ich probiere mal eben aus, welche gerade geht. 7load.com. So, wir laden das mal eben. Ansonsten gibt es auch de.7load.com.wii. Aber die hier geht auch. wii.7load.com. Das ist auch
ein sehr schönes, schlichtes Design. Auch hier kann man sich direkt die ersten vorgeschlagenen Videos angucken oder eben die Suchfunktion benutzen. Tweesearch machen wir mal. We of Go. Mal gespannt, wie viele er da findet. Sevenload ist ja nicht ganz so groß als Videoportal. Ja, und auch da haben wir zum Beispiel einen Wii Sports Trailer. Und der kann hier auch problemlos auf der Wii abgespielt werden. Wenn ihr noch mehr Seiten kennt, schickt sie mir gerne. Falls ihr euch da noch was einfällt, falls ihr im Netz über irgendwas stolpert, dann guckt euch das gerne an. Schickt mir den Link, denn wir sind für solche Sachen ja immer offen und halten euch wiederum natürlich auch gerne auf dem Laufenden. Genauso wie ihr natürlich andere Wii-Online-relevante Links schicken könnt. Ich habe schon eine ganze Sammlung gefunden und kann mit Sicherheit die nächsten paar Sendungen erschöpfend damit füllen. Aber man weiß ja nie, was sich so alles Spannendes tut. Und wenn ihr einen besonders spannenden Link habt, dann ziehen wir den gerne bestimmt auch vor. Ja, das waren unsere Videoseiten im Internet, die einen Wii-Bezug haben, beziehungsweise wo Seiten extra für die Wii so umgebaut wurden, dass sie eben große leserliche Buchstaben haben, große Buttons und vor allem abspielbare Videos. Jetzt haben wir noch etwas für euch, was wie immer unser kleines Schmankerl am Schluss ist, denn es gibt natürlich am Ende jeder unserer Sendung ein Video, was euch was Interessantes, was Lustiges, was ja ganz Neuartiges über die Wii zeigt. Und in diesem Fall ist es nun ein Video, das euch zeigt, was man alles nicht mit der Remote machen sollte. Ah, ich spiele das hier ab. Ich kündige das hier an. Ah, ich dachte, die Regie macht das. Ja gut, dann gehen wir eben schnell raus. Denn ich habe ja vergessen, ich Trottel, dass ich das ja vom Fotokanal abspielen kann, den wir hier auf der Wii ja installiert haben. Der Fotokanal kann ja nicht nur Fotos zeigen, sondern er kann auch Videos zeigen. Zumindest, wenn man sie auf eine SD-Karte lädt und das richtige Format drauf hat. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass es eben AVI-Formate sind, die allerdings auch nicht so wahnsinnig groß sein dürfen, denn sonst kriegt die Wii Probleme, das abzuspielen. Ich hoffe, dass da vielleicht nochmal ein Update kommt, dass mehr Formate abspielbar sind als nur Wiis, als nur AVIs und MOV-Dateien. Aber hier ist es jetzt das Video. Bitteschön. Thank you for choosing the Nintendo Wii. In accordance with video gaming standards, we have prepared a safety video for your enjoyment. Congratulations on your purchase of a new next-generation Nintendo Wii console. We hope it will bring you much enjoyment and happiness. There are some rules you should follow to ensure your safety in the unlikely event of a mishap. Please follow along in the safety cards included with your Nintendo console. Some games for the Nintendo Wii may require physical movements. It is wise to stretch before playing such games to reduce the risk of pulls and sprains. When fastening the nunchuck attachment to your new Wiimote, thread the nunchuck cord through the Wiimote for optimal safety. Be sure to pull the wrist cord tightly around your wrist. If slippage does occur, do not panic. The Wiimote is designed for light impact and should remain safe. Do not attempt to twirl any part of the Nintendo Wii controllers above your head like a lasso. Difficulty in breathing may occur. If difficulty in breathing does occur, be sure to clear your own airway before helping others. When flicking your Wiimote backward, be sure you are aware of the position of your face. This will help prevent head injuries and embarrassment. The Wiimote should not be used to spread butter, margarine, or any other spreadable food item. If doused with gasoline, the Wiimote may catch on fire. In such an event, remain calm. Do not attempt to extinguish the Wiimote with your hands. Do not attempt to eat the Wiimote. It is not edible. Do not bury your Wiimote in the ground in an attempt to grow additional Wiimotes. Do not offer your Wiimote as a burnt offering to your ancestors. The Nintendo Wii was designed to be played by the living. Do not substitute your Wiimote for a child care specialist. It should be noted that being stupid enough to hurt yourself with a Wiimote will not decrease. Ja, man kann die Wiimote leider nicht züchten, man sollte sie auch nicht irgendwelchen Göttern opfern. Man sollte einfach nur damit spielen, denn das kann man wirklich am allerbesten damit. Ja, das war schon die heutige Ausgabe von Wii Motion. Nächste Woche gibt es wieder ganz tolle Themen für euch. Zum anderen spielen wir zum Beispiel Koro Rinpa und wir haben einen Gast bei uns, der uns etwas über die bevorstehende Nintendo Convention, die sechste inzwischen, erzählt. Also freut euch schon mal auf nächste Woche Montag um 21 Uhr. Morgen geht es um die gleiche Zeit um 21 Uhr natürlich wieder mit Michael weiter mit P3. Also wenn ihr da einschalten wollt, viel Spaß. Wir sehen uns dann wieder.